So, guten Morgen allerseits. Ihr seht, wir haben gerade im Moment 1,9 UVI, 1,8. Das ist richtig zur Sonne halle, habe ich hier bis zu 2,2 UVI. Jetzt haben wir 2,0. Wenn wir umschalten, dann sehen wir, heute ist Frühlingsanfang, der 20. März 2013 um 7.40 Uhr gleich. Ja, und so schaut die schöne Aussicht heute aus. Richtig schön nebulöses etwas. Anders kann man es nicht sagen. Es ist nur Dunst. Heute Morgen sah es einen Tick besser aus, weil die Sonne nicht ganz so weit oben war vor einer guten Stunde. Aber man hat schon erkannt, dass heute Flugtag ist, dass heute Frequenztag ist. Sprich, Hab-Frequenztechnik. Das kann man ganz gut erkennen. So, schauen wir mal die Runde rum. Fakt ist, dass die Luft kühl ist, leichten Kühlgeschmack hat, also Kühleffekt. In den Waldgegenden, wo sich diese Luftpumpe besser halten kann, ist es noch ein Tick verschärfter. Da schmeckt es ganz, ganz arg komisch. Wenn man sich das anschaut, hier oben, muss ich sagen, was wir hier oben sehen, diesen Verbund, oben ist ein Streifen, unten ist ein Streifen. Die hatten nicht zusammengehört, das sind zwei verschiedene gewesen. Das ist keine Windverschiebung sowas, nein, das ist ein Verbund von zwei verschiedenen, ja, Kondensstreifen, Abgasen, zwei verschiedener Flugzeuge. Das verbindet sich dann halt. Wie gesagt, wer Zeit hat, kann sowas beobachten. Wenn man dann sowas sieht hier, das ist ein Streifen gewesen, also ein Flugzeug. Das zieht sich nur auseinander. Wenn man sich dann mal die Musterung innen drin anschaut, richtig schön lustig. Überkreuz. Sollte jedem bekannt sein, dieses Muster. Ich hoffe, es bleibt relativ scharf. Jo. Also schöne Sachen heute zu sehen. Ich denke, der Tag wird bestimmt noch interessant heute. Wenn man dann im Horizont schaut, dieses nebulöse Gebilde. Sage ich mal so, normaler Morgennebel hat das nichts zu tun. Das ist das, was gestern runterkam an Regen, Schneeregen gemischt. Heute Nacht mal kurzes Eisgekraupel oder Eisgries. Ganz minimal, das habe ich heute Morgen gesehen. Jetzt hätte ich mal kurz mal so Puderzuckergrieß verstreut, so wie der alte Seemann früher. Also Sämann, nicht Seemann, so mit Ä. Wenn der alte Bauer früher mit der Hand gesät hat, so einmal reingreifen und im hohen Bogen ausstreuen, genauso hat es morgen ausgeschaut. Wenn man näher ranzoomt, kann man sagen, in diesem Dreck sieht man nichts. Im richtigen Sonnenwinkel ist es schön gelb-grau, die Brühe. Also hat man mal im Nebel nichts zu tun. Auch im Wald waren solche Felder und da drinnen macht es ab und wirklich keinen Spaß. Das schmeckt irgendwie arg komisch. Salzig sowieso, also erhöhter Salzgeschmack kann man wahrnehmen. Oh. So viel zu diesen Auffälligkeiten, wenn man bewusst durch die Natur geht und seine Umwelt wahrnimmt. Jo, so viel zu den Schönheiten der Natur heute. Dank der Sonne und dem, was dann in der Luft rumgondelt. Schauen wir, was der Tag noch bringt. Ansonsten, wie gehabt, euch noch einen schönen Tag. Alles nur reiner Zufall.
Ja, wie wir sehen, wir haben nicht nur Frühlingsanfang, nein, wir haben auch schon Altweibersommer. Ja, wie schnell das die Jahreszeit wechseln kann, gell? Das ist kein Einzelfall, da steht nur gerade schön in der Sonne. Der ist schön gelb-orange. Wenn man da runter geht, auch alles voll. Wie überall in den Bäumen und Sträuchern. Bei dem, was ich unter dem Mikroskop hatte, von dem Schnee gestern Morgen, von dem Regen am gestrigen Tag, ja, ergänzt sich das hervorragend 1:1 und das eine ergibt das andere. Polymere Suppe, Solgel en masse. Richtig Milchglasschicht auf dem Wegträger gehabt und das vom geschmolzenen Schnee. Da war nichts mit Wasser, das war nur polymere Suppe und Titanoxidgemisch mit diversen Metallen wie Zink, Oxid und was weiß ich noch. Ja, das mal als kleines Beispiel, wie schnell hier die Jahreszeiten wechseln können. Was so schön ist, noch mal eins da oben drauf. Wie gesagt, hier ist richtig schön alles voll. Bunt, rot. Ich kann auch höher gehen, ist kein Problem. Muss nur gucken, wo er ist. Also ihr seht schon, hier ist richtig alles schön dicht. Auch längere Kaliber sind vorhanden, ich muss ihn nur erwischen. Da ist er. Ist mal ein Ding, das Ding scharf zu kriegen. Yes. War ich nah dran. Also wie ihr seht, hier tanzt das richtig bunt. Alles voll. Egal, wenn man hinschaut, wo man hinsieht. Mit Blick Richtung zur Sonne. Da kann man es auch gut erkennen. Schön gelb. Also alles vertreten. Jo, so schön kann Natur auch ausschauen, ne? Wenn die Sonne ihre Strahlen reinschickt, dann hat man ein hervorragendes Ambiente. Und vor allem was Schönes fürs Auge und fürs Gemüt. Thank you.